hast Fragen. Und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission? Die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hat uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Nö. Manticore. Was könnte das sein? Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Sieht nach Schwimmen aus. Ab ins kühle Nass. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Wir dürfen uns nicht selber aussuchen, wo wir hingehen. Aber wir sollen ihm folgen. Na gut, machen wir das. Weiter, wir sind fast da. Schon praktisch, so ein kleiner Haken. Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Ich werde Eins aufspüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein. Nicht bewegen. Ziele links. Jetzt heißt es so schleichen. Erledigen wir den letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Zum Pfeifen. Das soll genug Deckung geben. Okay, Mitch.
Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg. Wofür muss ich denn jetzt pfeifen? Da gibt's mehrere Wege von deiner Position zur Sicherheitszentrale. Freie Auswahl. Freie Auswahl. Aber wohl einen Typen vergessen zu markieren. Unauffälliger Abschuss. Abschuss ist auch geil. Wir können aufs Dach. Wir können auch hier aufs Dach. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Mitchell, bleib am Ball. Zur Sicherheitszentrale. Ja, ja, ja. Wir gehen außen rum. Du hast doch gesagt, den leisen Weg. Drohne, verstecken! Nicht angreifen! Mitchell, ist sie weg? Mikro-EMP bereit machen. Mikro-EMP bereit machen. Beeilen wir uns mal. Sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Bin drin. Okay. Ich kann ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Komm. Ja, ja, ja. Wir beeilen uns. Wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Und schnell weg. Mitchell, wir treffen uns vor Ayans Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Ah, wir können weiter markieren. Aber wir sollen erstmal nach da hinten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Du gibst mir Deckung. Nicht schießen. Er ist im Freien. Das sind eine ganze Menge Wachen. Aber wir können doch bestimmt außen rumgehen. Wollen wir hochklettern? Ja. Da aber nicht. Aber da hinten vom Hoch. Oh, hübsche Tennisplatz oder was auch immer. Oh, das ist eine Drohne. Wir kommen, um nachzusehen. Weg da! Match 1. 0 zu 0. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Vorsicht. Wir wollen keine zivilen Opfer. Nein, 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 wollen wir nicht. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Den machen wir mal leise weg. Sauberer Schuss. Keine Drohnen kommen auf dich zu. Wo? Oh. Drohne weg. Sie will einfach nicht abhauen.
Dach jetzt. Zivilist rechts. Können wir denn nicht hochklettern? Da können wir hochklettern direkt. Das ist ja auch ganz leise. Wirklich saubere Arbeit, Mitchell. Knox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Hübsche Waffensammlung. Sein Schreibtisch. Also los. Hab was gefunden. Knox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nicht sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Knox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Gelegenheit zum Hangar. Wie halten die denn aus? Und abwärts. Da ist der Konvoi. Knox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Hallo, Ihren Namen und Sie aller Mitfahrer bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist Tech Rock am Steuer. Ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. Natürlich von unten dran. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Knox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Ilona, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Knox, gibt es uns Kommando? Wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Bitte, Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind sicher. Bereit. Jetzt. Jetzt direkt in die Beine schießen. Zu mir. Entdecken. Wir haben ein großes Problem. Doktor, wir beeilen uns ja schon. Antikoch ist technisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist dringend. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Gangua. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Rausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, zu mir. Knox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Das muss schnell gehen. Macht sie fertig. Los, los, los!
Und ran an das Flugzeug. Yes. Eisender! Bereit, Mitchell! Spring! Geiler Ritt. Wir haben Sie, Kingpin. Okay, bringt Sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will.